Frequent Traveler TV und heute mit einer ganz besonderen Ausgabe. Wir haben uns ein paar Gedanken gemacht zu Miles & More Quo Vadis. Auf der linken Seite sage ich jetzt einfach nur noch Hallo Hoffmeister. Hallo Corsten. Wir haben es abgesprochen und wir wollten uns hier jetzt treffen zum gepflegten Vielflieger-Talk, aber ihr wisst ja, an dieser Stelle kommt ja erstmal das Intro. Intro. Die heutige Folge, oh, da ist der Hoffmeister weg, wie kann das denn passieren? Den muss ich erstmal wieder dazu tun. Ja, jetzt habe ich ihn auf die andere Seite, machen wir einmal rum. So, jetzt ist der Hoffmeister da. Also, jetzt können wir, uns jetzt auch ganz einfach konzentrieren. Ihr wisst ja, wie immer, am Anfang müsst ihr uns subscriben, wenn ihr es nicht getan habt. Wenn ihr es getan habt, danke dafür. Dann ganz wichtig, die Glocke anmachen, auch das kontrollieren, dass ihr das getan habt. Und wenn es weitergeht, mit dem Liken und vor allem unten mit dem Kommentieren. Der Hoffmeister auf der linken Seite und Corsten auf der rechten Seite haben wir da jetzt das Thema Miles & More Quo Vadis. Warum? Ganz einfach deshalb. Gestern hatte ich zwei Videos online gestellt, wo Hoffmeister, ich sag lieber Mario Hoffmeister, klingt ja immer so wie so Polizist, ne? Auch wenn du auf der Polizeitagung warst. Ja, genau. Polizist Hoffmeister. Nee, und auf jeden Fall habe ich dann überlegt, obwohl ich es alleine gemacht habe, was sind die Aktionen eigentlich im ewigen Weltenstrudel der Loyalität? Sind das jetzt Maßnahmen, die man befürworten kann? Ist das jetzt etwas, wo man sagt, das ist peinlich? Ist das etwas, was top ist? Dann habe ich überlegt, welche Aktionen gab es dieses Jahr? Dann kam mir heute beim Schwimmen die Idee Miles & More und Loyalität und so weiter und die Verschiebung. Ihr erinnert euch eventuell an das Video, was ich mit dem Joost oder über den Joost-Abgang gemacht habe. Ich werde das hier irgendwo oben mal verlinken. Da könnt ihr euch das nochmal angucken, wenn ihr es nicht angeguckt habt. Das ist aus März oder April diesen Jahres. Und mir ist es halt sehr stark aufgefallen, dass die Frau Förster, das ist ja die Vorständin, die bei der Lufthansa für die Loyalität unter anderem zuständig ist, ja, eigentlich ihr stiefmütterlich behandelt werden. Und deshalb würde ich einmal die Sachen nochmal rekapitulieren. Mario, wolltest du einfach anfangen, welche Aktionen es dieses Jahr gab, welche dir im Gedächtnis geblieben sind? Naja, die wichtigste ist sicherlich die doppelten Statusmeilen, die es das ganze Jahr über gibt. Das ist ja durchaus etwas, wo wir gesagt haben, das ist eine ohne Frage sehr großzügige Geste, um einen Status einzufliegen. Dann natürlich auch neu zum ersten Mal, zumindest bei Lufthansa, soweit ich weiß, dass du mit Umsätzen auf der Miles & More Kreditkarte auch Statusmeilen generieren konntest, insgesamt plus übrigens dem Geschenk von 5.000 Statusmeilen, zumindest für Senatoren, konnten man da auch schon mal 25.000 Meilen generieren, sehr großzügig. Dann gab es ja im Sommer schon mal diese Aktion, die du gestern in deinem Video jetzt auch für den Herbst nochmal angekündigt hast, nämlich auf innereuropäischen und interkontinentalen Strecken nochmal zusätzliche Statusmeilen. Ja, das ist eigentlich so im Groben das, was mir noch so in Erinnerung geblieben ist. Und jetzt sollten wir dann vielleicht, wenn du noch was dazu fügen möchtest, dann natürlich. Und dann sollten wir vielleicht tatsächlich mal über die Sinnhaftigkeit und die Wertigkeit dieser Promotions bei den einzelnen Statusstufen sprechen. Denn da gibt es ja erhebliche Unterschiede. Ja, also wie gesagt, bei der doppelten Statusmeilenpromotion gibt es ja auch doppelte Hornmeilen, was super ist. Ja. Bei allen Aktionen, bis auf die Aktion von gestern, gab es keine Hornmeilen, was ich auch nachvollziehen konnte. Jetzt gibt es bei der Aktion 18.000 Statusmeilen oder 11.000 Hornmeilen. Und das ist so das Thema. Jetzt frage ich mich doch ganz wirklich, wenn wir uns das mal einfach angucken, wir haben das ja auch im Vorgespräch gehabt, 18.000 Meilen als oder Statusmeilen, die ich bekomme. Addiere dazu die 7.000 von der Aktion davor, das sind 25.000. Addiere dazu nochmal die 30.000 aus der Aktion zusätzlich. Jetzt habe ich, jetzt wieder, du musst rechnen für mich, Mario. Ja, das hättest du mal vorher sagen müssen.
Also nochmal 7.000, 18.000 und 25 plus 30 sind 55.000. So, das heißt also rein theoretisch hat man erstmal 55.000 Meilen ohne den Fuß in ein Flugzeug gesetzt zu haben, rein formal, wenn man jetzt diese zwei, drei Flüge nicht mitzählen würde, die Intercont und die zwei europäischen Flüge. So, und wenn wir dann uns das mal anschauen, dann fehlen einem wirklich nur 45.000 Meilen. Diese 45.000 Meilen haben aber nur ein Value von 22.500, weil ich ja die Doppelstatusmeilenaktion habe. So, das heißt, wenn ich das einmal hochrechne, dann kann man ja ausrechnen, dass man nur noch 22,5% der ursprünglichen Meilen, die man für den Senator, also 100.000, Gott sei Dank ist das einfach, braucht. Einfacher geht es nicht mehr. So. Und jetzt gucken wir uns das Ganze beim Hon an. Beim Hon habe ich 50% Rabatt bekommen, habe dann nochmal die 11.000 bekommen. Und diese 11.000, die machen mich nicht wütend, aber die irritieren mich. Ich meine, rechne auch einfach mal aus, wie viel sind 11.000 Meilen auf 300.000, die du erfliegen musst, Mario? Wenig. Wenig. Aber bevor wir darauf eingehen, du hast sogar noch einen Rechenfehler zu Ungunsten sozusagen des Statusinhabers gehabt. Das ist ja noch deutlicher. Wenn du jetzt alleine nur die Promotions abgreifst, hast du ja auch zusätzlich, wenn du die Flüge, Interkontinentalflüge und den europäischen Flug gemacht hast, kriegst du da ja auch schon mal Statusmeilen drauf. Und die sind auch noch verdoppelt. Ja, das habe ich mit der doppelten Aktion gemacht. Also deshalb hatte ich aus den 45.000 sind es ja nur 22.500. Ja, das heißt also, du hast ja während der Aktion um diese Prämie von 8.000 Statusmeilen für den Interkontinentalflug und die 3.000 hier für den innereuropäischen plus sozusagen die erflogenen Meilen, muss ich dir recht geben, da hast du ja schon so viele Meilen eingeflogen für den Senator, vom Frequent Traveler mal ganz abgesehen, den hast du ja dann locker drin. Und die Relation dann tatsächlich zum Hon, die ist natürlich tatsächlich gewaltig. Da gebe ich dir vollkommen recht, denn 11.000 Meilen zu 300.000 sind natürlich schon mal eine ganz andere Nummer als die genannten Promotionen zu 100.000 Meilen, die ja im Grunde de facto nur 50.000 Meilen dieses Mal sind. Ja, aber jetzt gehe ich einfach mal rein und gehe mal in die Psychologie von so einem Meilenprogramm rein. Also es muss ja um Lufthansa ganz schlecht stehen mit den Flügen, wenn die einen versuchen, mit so minimalistischen Dingen nochmal zu incentivieren. Ja. Warum? Ganz einfach, weil sie wollen halt, dass Leute Umsatz machen. Aber warum soll ich den Umsatz machen? Also ich meine, der Status ist um ein Jahr verlängert worden, für jeden. Und für die, die es aus eigener Kraft geschafft haben, ich rede jetzt nicht von mir, der sich den dieses Jahr mit den 50% erflogen hatte, den Hon, oder viele, die den Zen erflogen hatten, die sonst weder das eine noch das andere sich hätten erfliegen können oder wollen. Abgesehen auch noch, das muss man ja auch nochmal sagen, die Preise waren schon brutalst niedrig. Das auch, ne? Also wenn du überlegst, ein First-Class-Flug, was ich teilweise bezahlt habe für Sao Paulo oder für Buenos Aires, also das geht auf keine Kuhhaut. Aber Fliegen war auch kein Spaß, Lounges waren geschlossen, es gab keine Services, also es relativiert sich an der Stelle etwas. Aber nichtsdestotrotz, welcher Hon, der klar bei Verstand ist, fliegt für 11.000 Meilen in der Business Class zwei Segmente europäisch und interkontinental zwei Segmente Business oder First Class? Wer bei Verstand macht das, um seinen Hon zu requalifizieren? Wie verzweifelt muss die Lufthansa da sein, dass man Leute haben möchte? Und das finde ich halt auch von der Kommunikation her sehr, sehr merkwürdig. Warum? Weil uns wurde doch versprochen, dass wir doch irgendwann auch eine Mitteilung kriegen, relativ zeitnah, und das ist jetzt mittlerweile auch gefühlt über einen Monat her. Da ist nichts gekommen. Das heißt also, die Leute, die sich den aus eigener Kraft, und ich sage nochmal, ich zähle mich nicht dazu, weil ich bin Spaßhorn, das ist einfach so, das müssen wir der Ehrlichkeit halber sagen. Aber die das erflogen haben, die haben nichts. Und dann kommt so Quatsch mit 11.000 Meilen. Ich verstehe es einfach nicht. Und es ist auch keine rote Linie da, da ist keine Wertschätzung. Das Einzige, was diese Botschaft zu mir sagt, ist, Lufthansa ist verzweifelt, Lufthansa will uns animieren zu fliegen, hat aber dann
ich sage jetzt ganz brutal, nicht die Eier, etwas zu machen, was richtig geil ist. Wo die Leute sagen, ja, wow, mache ich. So, und das Einzige, was wow war, war diese doppelte Meilenaktion. Alles andere ist lauwarmer oder kalter Kaffee und Quatsch. Und je mehr ich drüber nachdenke, desto enttäuschter werde ich eigentlich. Desto ja, also, ich unterbreche dich in deinem, in deiner Wutrede. Nur im Redeschwall. Ja, oder wie heißt es so schön, ich widerspreche Ihnen nur ungern, aber Sie haben recht. Nein, es ist jetzt ist der Gedanke. Konzentration. Ja, Konzentration. Nein, es ist von der Verhältnismäßigkeit, finde ich es etwas merkwürdig. Denn ohne Frage, diese doppelte Statusmeilenaktion, die hat ja ordentlich auf jedes Meilenkonto eingezahlt. Dann ist es sicherlich auch ganz nett, wenn es nochmal ein paar zusätzliche Statusmeilen für einen Interkontinental oder aber auch für einen innereuropäischen Flug gibt. Aber wie ich dazu schon gesagt habe, die Verhältnismäßigkeit stimmt da nicht. Weil du bist dann als Frequent Traveler oder Senator insofern bevorzugt, weil du tatsächlich mit diesen Aktionen die Möglichkeit hast, diesen Status doch relativ schnell wieder zu erreichen. Und diejenigen, die mal Hon waren und es gerne bleiben wollen und halt auch nicht die Möglichkeit hatten, so zu fliegen, wie sie wollen, für die ist das wesentlich schwieriger. Und dann weiß ich nicht, was dann tatsächlich diese doch relativ wenigen Hon-Circle-Meilen an der ganzen Aktion oder wie die dich an der ganzen Aktion nach vorne bringen können. Und da hätte man sich tatsächlich insbesondere für seine Hons irgendwie noch was ausdenken müssen, denn du hast es ja schon gesagt, normalerweise kann man sich ja auch ganz locker zurücklehnen und sagen, naja, ein Jahr habe ich ja ohnehin von der Lufthansa beziehungsweise von Miles & More bekommen. Also warum? Es gibt ohne Frage eine Menge Vorteile, sich den Status dieses Jahr noch selber einzufliegen, um dann zwei zu haben und nächstes Jahr ihn vielleicht gleich zu verlängern. Völlig, völlig d'accord. Aber auf der anderen Seite hätte da tatsächlich auch meines Erachtens ein bisschen mehr kommen müssen für die besten Kunden sozusagen. Ja, vor allem, was ich schade finde, ist halt, Loyalität ist keine Einbahnstraße. Und ich glaube einfach, dass die Kunden, die dieses Jahr sich bemüht haben und dieses Jahr geflogen sind, entweder weil sie fliegen mussten oder einfach dann gesagt haben, ich fliege, weil es halt Meilen gibt, dass da dann von Lufthansa-Seite halt auch etwas hätte kommen müssen, wo man halt den Kunden ernst nimmt. Und ich würde sogar fast so weit gehen, dass diese Aktion für einen Senator, kann man sagen, okay, aber für einen Hon ist es fast eine Verarschung. Und da hätte man diese 11.000 Meilen, hätte man auch sagen können, komm, null. Warum macht man das? Also da fehlt mir von Lufthansa ganz klar die Erklärung, da fehlt mir ganz klar die Leitlinie und die Nachvollziehbarkeit. Und das ist auch das, was ich in dem Video, und ich wiederhole es wieder, ich werde es wahrscheinlich nochmal hier oben verlinken, sagte, seitdem Lufthansa Miles and More, also die ganze Statusgeschichte, nicht mehr in dem Lufthansa LAC angesiedelt ist, sondern im Miles and More Aviation Center, hätte ich fast gesagt. Ich muss mal gerade gucken, irgendwo hatte ich das Schreiben, die schreiben ja auch, dass die da irgendwie so... Aviation Center, heißt das MAC? Nee, das heißt, nee, ich weiß gar nicht, das heißt gar nicht, das heißt anders. Aber ist ja auch egal, auf jeden Fall hinter der Esso-Tankstelle. Ich habe immer Aral gesagt, das ist aber eine Esso-Tankstelle. Also insofern, nee, ist Quatsch. Entweder macht was Ordentliches oder lasst es sein. So ist es. Das ist einfach das Dilemma. Und um jetzt nicht nur zu sagen, hey, das ist alles scheiße, was ihr macht, sondern auch um wirklich zu sagen, es gibt auch gute Dinge, die man machen kann. Und gute Dinge sind einfach in der Kommunikation, einfach eine klare Sprache zu sprechen. Wir erinnern uns alle an das Schreiben, was rausgekommen ist, wo es um die Verlängerung ging. Das Ding hat ja mehr Fragen aufgeworfen als Antworten gegeben. Ja. Dann mit den E-Vouchern, das muss man ja Mittwoch nochmal nachreichen, dass das mit den E-Vouchern, dass die auch verlängert werden. Leute, denkt einfach an uns Kunden,
die Loyalität leben, die auch diese Loyalität, so wie wir, und wir sind Lufthansa-Fanboys, das muss man ganz ehrlich so sagen. Ich meine, warum habe ich denn hier einen 350er 900 stehen? Warum haben wir, ich wollte mir eigentlich mein Lufthansa-T-Shirt heute anziehen von der 50 Jahre Lufthansa, aber irgendwie hat das mehr so den Sausage-Look. Aber das schmerzt. Es schmerzt einfach. Und es sind halt wirklich zu viele Themen, die bei der Loyalität mittlerweile, seitdem es aus der Lufthansa-Peripherie raus ist, habe ich irgendwie das Gefühl, das ist, ich habe es heute in einem Schreiben mit jemandem geschrieben, dass das nur noch ein Furunkel im Lufthansa-Universum ist, diese Loyalität und dieser Status. Aber das ist die Core Essence, wenn man guckt, wie viel Prozent der Kunden, die einen Status haben, wie viel Prozent Umsatz die bringen. So. Und das andere Thema ist, und das müssen wir uns auch ganz klar vor Augen halten, jetzt hat doch die Lufthansa gesagt, dieses Business, das ist eigentlich unser Thema für morgen, wenn wir Lufthansa-Update ja machen, dass das Business-Segment wieder steigt. Da muss was kommen. Und was kann kommen oder was wäre eine geile Aktion? Eine geile Aktion wäre wirklich, dass die Leute, die sich den Status dieses Jahr erflogen haben, also requalifiziert haben, dass die diese Meilen, also die einfachen, nicht die doppelten, fürs nächste Jahr bekommen. Habe ich ja schon mal gesagt. Ja. E-Voucher ist auch okay, aber irgendeine Anerkennung. Und dass man den Leuten jetzt den Status hinterher wirft, obwohl man vorher einfach kniepig damit war, macht dann auch keinen Sinn am Ende des Tages. Belohnt einfach die Loyalität, seid lieb zu den Kunden. Der Dialog war sehr gut, der Dialog ist schlecht geworden, ganz ehrlich. Man hat das Gefühl, und da rede ich halt auch nicht nur von den Video-Live-Schalten, wo angeblich 1000 Leute dabei waren, oder ich sage jetzt nicht angeblich, da waren 1000 Leute dabei, ich möchte das jetzt gar nicht in Abrede stellen. Die Kommunikation ist the key. Und da mangelt es bei der Lufthansa leider und macht eigentlich mehr Kopf- und Bauchschmerzen, als dass es bringt. Und Leute, und deshalb mein ganz klarer Appell an Frau Förster, aber auch an den Herrn Riedle, auch an Christopher Siegloch, Grüße übrigens an dieser Stelle, ich denke, er guckt, wir müssen uns noch mal zu Kaffee trinken, Folgegespräch. Es war übrigens ein Angebot, keine Drohung. Ist es einfach so, versetzt euch mehr in die Lage von uns Vielreisenden, Vielfliegern, die unter großen Umständen teilweise, also wirklich unter Service-Einschränkungen gelitten haben. Und auch im Moment als Hornzirkel, wenn man in Frankfurt landet, muss man zum FCT. Ich verstehe, dass das FCL nicht auf hat, aber das FCT. Und das heißt also, es ist immer noch nicht auf dem alten, gewohnten Standard. Und das ist einfach das Thema. Gib den Leuten ehrlich etwas. Und nicht immer, dass man das Gefühl hat, naja, wir müssen was machen. Hier, haste. Sollst dich leben wie ein Hund. Ich überspitze das jetzt natürlich, aber das ist das, was da am Ende rauskommt. Und ich kann die Leute nur auffordern, schreibt unten in die Kommentarspalte rein, wie ihr das empfindet, was ihr denkt. Und was ihr von der Lufthansa erwartet, gerade im Bereich auf Status. Und vielleicht liegen wir ja falsch, vielleicht bin ich zu anspruchsvoll mittlerweile, ich weiß es nicht. Wobei ich kämpfe eigentlich nicht für mich, sondern ich kämpfe für euch. Eben. Nicht nur du, ich würde mich da anschließen, wir kämpfen für euch. Nein, du hast ja recht, das darf auf keinen Fall eine Einbahnstraße sein und die Lufthansa kann ja auch relativ gut, denke ich, oder kennt ja ihre Statuskunden sehr gut. Und die Statuskunden kennen sich ja auch selber. Jeder muss mal nur auf seine Senator oder Frequent Traveler oder Horn Circle Karte schauen. Wenn da ein Stern oder zwei oder sogar drei Sterne drauf sind, dann bedeutet das ja, dass diese Passagiere, dass diese Kunden schon sehr, sehr lange in der Regel dem Konzern treu sind. Und das muss sich dann auch in solchen Zeiten, wo es auch ja für den Fluglast schwierig ist, wenn er nicht dahin kommt, wo er eigentlich gerne hin möchte, weil er in das Land nicht einreisen darf, dann muss es seitens der Fluggesellschaft natürlich auch die entsprechende Loyalität gegenüber dem Kunden geben. Denn wir alle gehen ja davon aus, dass es irgendwann mal wieder ganz normal wird. Und
da soll es ja dann auch so sein, dass man, ich meine, wir ohnehin, weiterhin seinem Stammkonzern treu bleibt. Denn die Konkurrenz, das haben wir ja auch schon ab und zu rausgearbeitet, die schläft ja nicht. Da gibt es ja andere, auch andere Fluggesellschaften, die das mit ihren Kunden etwas anders machen. Insofern, es gibt viel Positives. Das wollen wir auch gar nicht unter den Tisch fallen lassen. Die doppelte Meilenaktion, die Aktion Umsätze von der Miles & More Kreditkarte in Statusmeilen umzuwerden, alles tippitoppi. Aber irgendwie, und da hast du vollkommen recht, es fehlt so ein bisschen die rote Linie. Man weiß nicht so recht, woran man als Statuskunde ist. Und da wäre tatsächlich eine bessere Kommunikation das A und O. Und jetzt höre ich mal auf zu kritisieren und würde auch sagen, wie seht ihr das? Lars hat es ja schon gesagt, kommentiert das. Das interessiert uns wirklich sehr, wie ihr das seht. Und ja, was so eure Vorstellungen wären, da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Ja, an dieser Stelle, wir sind die 20 Minuten ja fast schon wieder durch. Also insofern, ich will nicht sagen, dass früher alles besser war, aber es war auf keinen Fall schlechter. Und ich habe meinen Hon erflogen, alleine deshalb, weil ich das Vertrauen in Miles & More hatte. Hatte ist vielleicht ein hartes Wort, Vergangenheit und so weiter, aber es ist so, wenn keine Liebe von Lufthansa kommt, Liebe ist Aufmerksamkeit, Liebe ist, ich nenne es immer in Hotels, Attention to Detail, dann ist es einfach so, dass man dann auch nicht mehr zurückliebt. Und wenn man nicht mehr zurückliebt, dann werden wir einfach mit unserer Geldbörse abstimmen, ja, und werden dann ganz schnell woanders wieder landen. Und das wäre in meinen Augen schade, denn ich glaube, dass grundsätzlich vom Produkt her die Lufthansa mit Tasting Heimat, mit der neuen Business Class in der 787, mit der ganz, ganz neuen Business Class, also mit der vollen neuen Business Class, ja, in der 777 oder 7. aber auch mit der First Class, dass das doch absolutes Potenzial hat und mit den Mitarbeitern, die voll motiviert bis in die Haarspitzen sind, also es eigentlich eine Freude macht zu fliegen, da vielleicht noch mehr machen können. Ich weiß, es gibt viele Fluggesellschaften, die sind schlechter und ich bin auch bei Finnair Platinum. Finnair ist auch doof zu mir, also noch döver als Lufthansa. Aber andere Fluggesellschaften wie Qatar Airways, da bin ich Platinum. Die haben sich um mich gekümmert. Ja, also die haben mir ganz klar hart gesagt, das ist Phase, das machen wir für dich, das und so weiter. Die haben meine Punkte wieder reinstated, obwohl sie seit über anderthalb Jahren weg waren. Also die haben da sehr viel gemacht und deshalb Ehrlichkeit in der Kommunikation, Ehrlichkeit in der Aufmerksamkeit und ich glaube, dass das dann auch wieder zwar keine romantische Liebesbeziehung werden kann, aber doch eine positive Geschichte. Und ich sag's nochmal, eigentlich lieben wir beide Lufthansa, oder Mario? Ja, es ist so, das ist, geht so tief. Also insofern muss da noch ganz vieles passieren, aber ein wenig ist die Liebe angekratzt, in der Tat. Also in dem Sinne, wir stehen übrigens auch zum Gespräch wieder bereit. Wenn jemand mit natürlich uns sprechen möchte von der Lufthansa, sind wir natürlich auch gerne bereit, das zu machen. Wir kommen auch auf eigene Kosten nach Frankfurt. Natürlich, wir möchten. Kein Problem. Wir bringen auch eigene Kekse mit, das ist auch kein Problem. Insider wissen, was wir damit meinen. Ansonsten wieder viel Spaß und danke, dass ihr uns zugehört habt. Es war ein leichter, kleiner Rant. Ja, muss auch mal sein. Morgen wird es wieder besser. Aber war gut für den Puls. Also, genau. Bis dann. Danke, bis ciao. Morgen. Dann tschüss.